Tja, wir kennen es alle. Man hat mal wieder Bock, online mit dem Squad zerlegt zu werden. Ich meine natürlich die anderen zu zerlegen. Aber dann, niemand hat Zeit oder ist online. Aber Kopf hoch, we got you. Wir haben euch unsere liebsten Singleplayer-Games zusammengestellt und das Beste daran, ihr findet alle davon in eurer Lieblingsmitgliedschaft. Also, keine Zeit verlieren, here we go. Könnte man diese Liste besser starten als mit Hellblade: Senua's Sacrifice, ein extrem düsteres Spiel über eine keltische Kriegerin mit ihrer mentalen Gesundheit? Vermutlich ja. Machen wir es trotzdem? Hell yeah. Hier begleitet ihr die titelgebende Senua auf ihrer tragischen Reise. Direkt zu Beginn wird euch aber klar, Senua leidet unter psychischen Problemen, die spielerisch und inszenatorisch zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Reise werden. Ihr seid im Kampf zu spät ausgewichen? Die Stimmen in Senuas Kopf werden euch dafür verantwortlich machen. Ihr findet den Weg nicht? Die Stimmen werden sich über euch lustig machen. Wirklich keine leichte, dafür aber eine absolut einzigartige Spielerfahrung, die man so leicht nicht vergisst. Und wisst ihr was? Der Nachfolger Senua's Saga Hellblade 2 soll noch dieses Jahr erscheinen. Habt ihr da mal die ersten Teaser gesehen? Mann, hab ich da Bock drauf. Wir katapultieren uns aus dem düsteren Norden direkt in das vielleicht bunteste Spiel im Xbox Game Pass. Hi-Fi Rush. Jetzt schaut euch das Ding doch mal an. Was? Ihr seid noch nicht überzeugt? Wie wär's damit? Hi-Fi Rush ist nicht nur optisch eine Wucht, sondern auch spielerisch und vor allem musikalisch. Als Protagonist Chai haut ihr alles kurz und klein und dass eure Waffe dabei eine Gitarre ist, hat einen guten Grund. Alles in dieser Welt pulsiert zur Musik, die genauso scheppert wie eure Angriffe gegen die Bösen. Das Ganze könnt ihr zwar ignorieren, so richtig Bock macht's aber erst, wenn ihr alles im Rhythmus der Musik macht. Und Bonuspunkte samt Extraschaden gibt's dafür auch noch. Was? Ihr seid immer noch nicht überzeugt? Dann bleibt mir wohl nur noch meine Geheimwaffe. Ein Kätzchen! Wusste ich doch. Ist euch das zu schillernd? Dann hab ich hier etwas für euch. Lies of P. Das geschulte Auge erkennt natürlich sofort, um welches Genre es sich hierbei handelt. Na klar, ein Souls-like. Und daraus macht das Spiel auch gar kein Geheimnis. In der Rolle von niemand Geringerem als Pinocchio wird hier gekämpft, sich von Checkpoint zu Checkpoint gerettet, überdimensionale Bosse gelegt und geweint vor Frust und Verzweiflung. Weil man schon wieder die kostbaren EP verloren hat oder weil man auch nach 74 gescheiterten Versuchen zum ersten Mal feststellt, dass der Big Boss noch eine zweite Phase hat. Wie zur Hölle soll man das schaffen? Ach, boah Leute, ich brauche was zum Runterkommen. Was haben wir denn hier noch auf der Liste? Ah ja, perfekt. Ah, Sea of Stars. Das fühlt sich doch fast an wie Urlaub. Und zwar direkt in meinem alten Kinderzimmer. Mama, darf ich bis zum Abendessen bitte noch ein bisschen was spielen? Bitte. Das ursprünglich als Crowdfunding-Projekt gestartete Oldschool-Rollenspiel von Sabotage Studios wurde im vergangenen August endlich veröffentlicht und hat sich direkt einen Platz in unseren nostalgiegeladenen Herzen gesichert. Wäre das Spiel in den 90ern erschienen, hätte auf der Rückseite der Verpackung bestimmt sowas gestanden wie: In diesem epischen Rollenspiel erkundest du endlose Galaxien, triffst auf außerirdische Lebensformen und lüftest das allumfassende Geheimnis des Universums. Bist du bereit, die Sterne zu erobern und dein Schicksal zu erfüllen? Also ich bin bereit, aber sowas von. Genauso wie für den nächsten Titel. Von einem Spiel, das aussieht wie ein Klassiker, zu einem echten Klassiker. The Elder Scrolls 4 Oblivion. Muss ich hier noch irgendjemandem erklären, was Oblivion für ein Spiel ist? Wohnt ihr etwa hinter dem Massa? Checkste, weil einer der Monde in Oblivion und so. Okay, egal. Machen wir uns nichts vor. Alle Leute, die auch nur halbwegs etwas mit Gaming, Rollenspielen und oder Fantasy anfangen können, sollten Oblivion oder einen anderen Teil der Elder Scrolls-Reihe kennen. Aber ich bin hier, um euch zu sagen, lasst uns doch gern einen Like auf dem Video da. Hä, Moment. Das könnt ihr zwar auch gerne machen, aber eigentlich bin ich hier, um euch zu sagen, auch wenn Oblivion schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ist es immer wieder einen Besuch und Rerun wert. Vor allem in der Game of the Year Edition, die es im PC Game Pass gibt. Also, wenn das kein Like wert ist, weiß ich auch nicht mehr.
Was? Ihr könnt mit Fantasy nichts anfangen und habt die nächsten 100 bis 200 Stunden noch nichts vor? Mensch, wie passend, dass es auch die Mass Effect Legendary Edition im Xbox Game Pass gibt. Sci-Fi-Action, Rollenspielelemente, ein eigenes Raumschiff, eine eigens zusammengestellte Crew, Dialoge fast so unendlich wie das Weltall selbst, eine super epische Story, Romanzen mit Aliens, interessante Chars und. Das alles auch noch direkt dreimal und mit aufgefrischter Technik. I mean, was hält euch noch davon ab, das Universum zu retten? Und mit Garrus Vakarian zu flirten? Ah, sorry. Ich war gerade so von der Optik abgelenkt, dass ich euch fast vergessen hätte. Aber kommt schon, bei Ori and the Will of the Wisps, ihr wisst, was ich meine. Muss man sich manchmal einfach Zeit nehmen, stehen zu bleiben und den Bildschirm zu bestaunen. Und das ist ziemlich praktisch, denn unter seiner schönen Haube verbirgt sich hier ein knallhartes Metroidvania, das euch hin und wieder ganz schön an euren Skills zweifeln lässt. Hier eine kleine Demonstration meiner Gedanken beim Zocken. Oh, so ein süßes Tierchen. Schon das fünfte Mal, dass ich an der gleichen Stelle Game Over gehe. Oh mein Gott! Oh. Diese tollen Farben. Ich mach das Ding gleich aus. Ich spring hier, ich lauf dort. Ich möchte nie weg von diesem Ort. So, das war's. Ich geb auf. Feierabend. Und abschließen würden wir gerne mit einem Neuzugang. Assassin's Creed Valhalla ist nämlich ganz frisch im Xbox Game Pass erschienen. Riecht ihr, wie frisch das ist? In diesem Teil verschlägt es uns als Ivor ins England des 9. Jahrhunderts. Und da gibt es dann wieder, neben einer epischen Story, zu der wir nicht viel verraten wollen, feinstes Assassin's Creed Gameplay. Reicht euch das noch nicht? Wie wär's denn mit richtig epischen Schiffsschlachten? Und falls ihr eher Fan von festem Boden unter den Füßen seid, auch kein Problem. Das alte England lädt mit seiner malerischen Landschaft nämlich gerade so zu einer schönen Erkundung ein. Genauso wie das Gesicht dieser Wache da drüben zu einer ordentlichen Tracht Prügel einlädt. Mit meiner Axt. Ist ja klar. Na, welches Spiel hat euch am meisten angesprochen? Und viel wichtiger, haben wir euer Lieblings-Singleplayer-Spiel gar nicht auf der Liste? Wer weiß, vielleicht sind es ja so viele, dass wir einen zweiten Part machen müssen. Schreibt es uns doch in die Kommentare. Apropos zweiter Part, wenn ihr keine neuen Videos verpassen wollt, dann lasst uns doch auch gern ein Abo da. So, ich muss jetzt erstmal einen Haufen Spiele in meine Download-Liste packen. Also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns online. Ciao.